Wie geht es Ihnen heute? Es geht so. Beschreiben Sie mir doch, wie Ihre letzte Woche verlaufen ist. Am Montag habe ich wieder mit einem alten Hobby angefangen.
Sie stellen sich also vor, sich selbst zu verletzen. Wie äußert sich das? Neulich beim Kochen habe ich darüber nachgedacht, meine Hand in das kochende Wasser zu halten. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie den Drang gespürt, das zu machen. Ich stand da wie angewurzelt und auf einmal ist der Rauchmelder angegangen. Ich habe mich so sehr erschrocken, dass mir dabei meine Lieblingsschüssel runtergefallen ist und das kochende Wasser ist auch übergelaufen und ich konnte mich kaum bewegen und dann habe ich das Wasser aufgewischt und dann wollte ich die Scherben aufsammeln und dann habe ich gesehen, dass über meine ganzen Hände Blut läuft. Aber alles war taub. Und dann habe ich meine Hand umgedreht und da steckte eine Scherbe in meiner Hand. Ihr Stift, Frau Dr. Mertens. Fahren Sie fort. Doesn't matter.